So, hallo, wir sind in der fünften Stunde Geografie angekommen. Ozeanien fehlt uns noch, also das wird dann wohl Australien und auch alles so ein bisschen außenrum sein. Na, wir brauchen Musik erstmal. So. Und dann gucken wir mal. Denk mal, das wären jetzt aber nicht. Sind das jetzt viele Länder? Weil, was ist es außer Australien und Neuseeland da? So viel kann da ja nicht sein, was da noch dazugehört. Na, wir schauen mal. Ich würde sagen, wir gehen direkt wieder rein, ohne. Ich kann ja hier sehen, wie viele Länder es sind. 14, okay, 14 Länder. Wir gucken mal, was ich finde. Wir schauen mal, was ich finde. Das kann ich ja ein bisschen rumprobieren, das ist ja nicht so schlimm. Ach, das sind die ganzen Inselgruppen, die da dazugehören. Okay, das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. Ja gut, da geht's ja schon gut los mit Vanuatu. Aber Vanuatu klingt jetzt ja nach keiner Inselgruppe. Also kann es ja nur die einzelne kleine Insel da sein. Schade. Oder halt diese große da, aber die sagt mir irgendwie nichts. Schade. Ach, das ist Neuseeland. Das ist natürlich Neuseeland. Was könnte da noch Vanuatu sein? Gut, das kann natürlich auch zwei Inseln sein. Oder trotzdem eine Gruppe, aber. Okay, das ist eine Gruppe. Sieht aus wie Bakterien. Sieht einfach aus wie so eine Bakteriensammlung, die man unter dem Mikroskop betrachtet. Samoa. Probier es wieder mit kleinen Inseln. Ja, okay, das war das. Kiribati. Ja, da, okay, das sagt mir alles überhaupt nicht. Das wird mir auch danach nichts sagen. Okay. Diese Ansammlung an Inseln ist Kiribati. Gut. Die Fidschi-Inseln, die kennt man vom Namen her. Aber wo die jetzt sind, ist es das längliche, ist es das hier, ist es das hier? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es das mit den größeren Inseln. Auch nett. Ah, das da. Okay, so ein bisschen größere Inseln von der Fläche her. Nauru. Jetzt haben wir das Einzelne. Palau. Ich habe keine Ahnung. Papua-Neuguinea. Ah, Neuguinea war doch dieses Stück. Right? Das hat man doch bei Asien. Dann muss das hier Papua-Neuguinea sein. Ja, okay. Soweit kommen wir klar. So, Neuseeland ist dann das hier. Tonga ist jetzt halt wieder eine von den Gruppen. Natürlich die letzte Gruppe. Australien ist logisch. Die Salomonen. Tuvalu. Mikronesien. Und die Marshallinseln. Okay. Ich fühle mich jetzt nicht sonderlich gut, was das angeht. Oh ja, das. Boah. Ja, gut, Hauptstädte. Genau, zwei wollen wir hinkriegen und danach ist Schluss. Tuvalu, was weiß ich. Funafuti. Samoa. Apia. So, Neuseeland. Ich schwanke zwischen Wellington sagt. Wellington sagt mir was. Das habe ich schon mal gehört. Ich klicke einfach Wellington an. Ah, okay. Kiribati. Was für Namen? Vanuatu. Ja, Australien ist, wollte jetzt sagen Sydney, aber Sydney ist nicht die Hauptstadt scheinbar. Huch, dann kann es nur Canberra sein. Palau, Leute, keine Ahnung, da klicke ich mir jetzt einfach durch. Das werde ich auch nicht lernen. Da klicke ich mich jetzt wirklich einfach durch. Yay. Yay. Okay, never mind. Naja, und Flaggen können wir auch kurz durchmachen. Sind da ja jetzt nicht viele.
Zwei weiß ich. Und das war's dann. Dann ist Schluss. So. Gehen wir mal auf Papua-Neuguinea. Hier, das ist Tonga. Okay, das ist jetzt gelbe Sterne. Nicht weiße, nicht rote. Vielleicht Fidschi. Tuvalu. Oh, die sieht schön aus. Sieht schön aus, aber keine Ahnung. Kiribati. Ja, das ist Neuseeland. Und die weißen Sterne sind Australien, die roten sind Neuseeland. Ja, moin. Da ist hier nochmal so ein großer Stern auch. Ja, und jetzt kann ich halt wieder raten. Toll. Das jetzt vielleicht Fidschi? Oh, noch nicht. Marshall hat man schon. Ich weiß nicht, ob die anderen schon hatten. Ich so lange Fidschi an, bis es Fidschi ist, wenn ich Fidschi bekomme. Was hat man davon jetzt noch nicht? Ja, toll. Ich glaube, wir hatten die Fidschi schon, kann es sein? Das ist Papua-Neuguinea, okay. Jetzt Fidschi! Ah, Fidschi auch nochmal. Mit der britischen Flagge oben und dann hier so ein Wappen. Okay. Und da haben wir die gleichen Sterne wie bei Australien und der Rest ist rot. Samoa. Okay. Ja, also. Weiß nicht, das sind jetzt wieder Länder da. Weiß nicht, ob das zur Allgemeinbildung dazu gehören sollte. Bin mir etwas unschlüssig. Okay. Dann würde ich aber sagen, machen wir in dem Video einfach noch Asien Teil 2, weil an Asien ist, glaube ich, mit das, wo ich am meisten noch Nachholbedarf habe. Die anderen habe ich ja einigermaßen hinbekommen nach einer Weile. Ich denke, Asien haben wir gewaltigen Nachholbedarf noch. Insofern, let's go. Gucken wir uns so vorher an oder probieren wir es erst? Ich würde sagen, wir probieren es erst nochmal und dann können wir uns wieder angucken. Man muss sich jetzt hier halt direkt Afrika da dran vorstellen. Na, hier Ägypten, da ist halt kein Wasser. Und da ist halt Ägypten. Ja, jetzt geht's schon wieder los mit so einem. Boah. Ich habe halt gehofft, es kommen erstmal welche, die ich kann. Es sind jetzt nicht so wenige, die ich nicht kann, aber Bhutan kann ich überhaupt nicht zuordnen. Aber überhaupt nicht. Gut. Kann es überhaupt nicht zuordnen. Hätte ich gar nicht sagen sollen. Einfach richtig. Singapur war dieses Stück hier. So, Laos. Es war auch da irgendwo in der Ecke. Ich glaube, es war nicht so ein längliches, oder? Es war so ein kleineres. Okay, dann war es doch so ein längliches. Das hier war Vietnam. Daneben war Laos. Russland, klar. Zack. Okay, jetzt kommen die ganzen Tarndinger. Die waren alle hier. Also da muss ich jetzt ein bisschen rumklicken. Wo genau die waren, weiß ich nicht mehr. Aber die waren alle hier. Die ganzen Tarndinger. Kirgistan. War Kirgistan recht groß? Was war denn da oben für ein Tarn? Kirgistan. War Türkei. Unter der Türkei war es Syrien, richtig? Neben Syrien? Auch noch nicht Kirgis. Nee. Aber irgendeins von denen muss. Das ist Kirgistan, okay. Oh, Georgien. Georgien.
Georgien. Verdammt. Wo war Georgien? Ach, können wir nicht erstmal die machen, die ich weiß? Oh, yes. Manchmal ist dann der erste Gedanke doch gar nicht so verkehrt. Iran war das Große. Aserbaidschan war in der Nähe von Europa, haben wir ja gesagt. Hier war aber ja Syrien. Aserbaidschan, das Stück hier direkt neben Israel? Nein. Muss aber auch nicht. Ich krieg's trotzdem. Nee, das hier war ja Saudi-Arabien. Das hier waren die Arabischen Emirate. Das hier ist Katar oder so. Das hier ist Jemen, das hier ist dieses Dingens. Dann bleibt eigentlich nur noch hier, dass die zwei bleiben übrig für Aserbaidschan, spontan. Okay. So, Südkorea kriegen wir hin. Indonesien kriegen wir hin. Und dann ist dieses Stück hier. Das, was nicht Indonesien ist, das war dieses Papua-Neuguinea, ne? Was wir gerade in Asien hatten. So, Afghanistan. Ich glaube, das war das. Nein. Nein. Da war's, in der Mitte. Pakistan. Warte, war Pakistan nicht da an dem Palästina-Ding mit dran? Nee, weil das hier ist dann Irak. Oder ist das hier Irak? Okay, Pakistan war direkt unter Afghanistan. Bahrain ist das Ding hier. Japan ist klar. Vietnam haben wir auch schon gesagt. Jemen war hier. Brunei. War bei Laos, meine ich. Nicht. Das genau, das war dieses kleine Stück hier. Nicht bei Laos, aber ja. Der Libanon. War der Libanon. Das. Ah, hier drüben haben wir ja auch noch was frei. Das hier war alles nicht Libanon. Nee. Das kleine da war auch nicht Libanon, oder? Nee. Dann ist es doch irgendwo hier dabei, bei den Tarndingern. Schande. Na doch hier drüben? Aber das hier war doch nicht Libanon. Nee. Das hier war auch nicht Libanon. Das hier war Dings. Ah Mist, jetzt mache ich hier wieder... Oh, das Stück habe ich noch hier angeklickt. Ah, Scheiße. Ich denke mal, man hat die Seite schon durch und dann war es da doch noch was. Usbekistan, das könnte jetzt das hier gewesen sein. Oder das hier, okay. So, Saudi-Arabien ist klar, ist hier. Die Malediven... War zu viel. Das hier ist noch nicht die Malediven. Das hier ist zu klein für die Malediven. Was für eine Inselgruppe waren denn die Malediven? Das ist die Inselgruppe da. Das ist nämlich die Philippinen. Ich bin lost. Nee, das hier sind die Philippinen. Nee, das hier sind die Philippinen. Jetzt bin ich komplett bescheuert gewesen. Kommando zurück. War doof. Das hier sind natürlich die Philippinen. Jetzt habe ich einfach zu schnell geklickt. So, Vereinigte Arabische Emirate sind das hier. Malaysia. Das war jetzt aber das bei Singapur, ne? Richtig. Tadschikistan. Bleibt jetzt noch nicht mehr viel übrig. Jo. Sri Lanka.
Bleibt eigentlich nur das da, ne? Vor Indien war das richtig. Nordkorea ist klar. Indien ist klar. Jordanien. Das ist jetzt aber hier. Richtig. Nepal war hier. Palästina ist, war bei Israel, dieses kleine Stückchen hier. Der Irak ist... Ah, ist der über dem Iran oder ist der neben? Nee, der Irak ist über dem Iran. Doch, daneben. Die falschen 50%. Kambodscha. Ist, glaube ich, irgendwas hiervon. Fail. Es ist doch da vorne. Das ist doch... Bin ich jetzt schon wieder dumm? Doch keine Insel. Das ist auch nicht dieses Stück. Das ist auch nicht dieses Stück. Oh, das hier bleibt noch übrig. Das ist es auch nicht. Das hier ist die Türkei. Wo habe ich denn jetzt noch nicht hingeklickt? Jetzt habe ich schon wieder alles durchgeklickt, meiner Meinung nach, was ich probieren hätte können. Habe ich jetzt irgendwo nicht hingeklickt? Ich habe die doch gerade angeklickt. Habe ich bei einem vielleicht zu schnell geklickt, sodass es das nicht angenommen hat? Ich meine, ich habe das nicht angeklickt, aber das ist nicht Kambodscha. So, jetzt habe ich es auch kurz angeklickt. Ich weiß, dass das nicht Kambodscha ist. Das ist auch nicht Kambodscha. Das ist aber das Einzige, was ich nicht angeklickt habe. Ist das Kambodscha? Ich dachte, das war dieses andere. Ja, eben. Was habe ich denn jetzt nicht angeklickt? Jetzt muss ich alle nochmal durchklicken. Ist doch kacke. Die habe ich doch auch. Ist es in denen ist es doch auch schon raus. Ich dachte, ich habe hier auch alle durchgeklickt. Oh! Das rote Herz. Das rote Herz. Das rote Herz hier. Okay. So, Syrien war hier. Katar ist hier. Türkei ist hier. Mongolei ist das große gewesen. Kuwait ist dann das da. Ah, ne, hier, das Kleine hier, ne? Neben der Türkei. Auch nicht. Das da. Ja, es war was Kleines. Es war was Kleines. Turkmenistan, das ist hier. Jetzt ergibt es Sinn. So, Thailand. Ist das da richtig? Weil, oder war es das hier? Direkt an Malaysia dran? Eins von beiden, eins von beiden, eins von beiden. Welche 50% wähle ich? Auf jeden Fall die falschen. Nein, die richtigen. Das war Oman, genau. Das hier war Oman. Neben Jemen war Oman. Myanmar. Myanmar. War das hier Myanmar? Das große da war Myanmar. Okay. Osttimor. Schon wieder? Oh ja, wait, das hier hat man noch nicht. Das war...
Richtig, das war Osttimor. So, Kasachstan. Das war das große hier oben, ne? Richtig. Taiwan. Taiwan war dann dieses Stück. Doch, ne. Wait, what? Taiwan. Auch nicht. Wait, was fehlt mir denn jetzt noch? Ah, die Insel war Taiwan. Ja, China ist klar. Ach, Armenien fehlte ja auch noch. Armenien ist dieses Stück hier. Klar, neben Aserbaidschan und neben der Türkei ist ja... Oh, natürlich! Das muss ich mir doch... Das ist doch ganz logisch. Das ist doch ganz logisch. Es geht doch immer darum, dass die Türkei ihr Dings Genozid an den Armeniern begangen hat. So, die sind doch so verfeindet miteinander. Ja, na klar, es muss ja der Nebers sein. Das muss man sich ja merken können, um Gottes Willen. So, Bangladesch. Das ist dann Bangladesch. Israel ist klar. Für unter 100? Ah, 109, okay. Okay, kurz mal in der Karte angucken. Und nochmal überlegen, wo die größten Probleme waren. Die halt zuzuordnen. Pakistan ist direkt am Meer. Jetzt kommt meine beschissene Eselsbrücke wieder. In Pakistan kann man im Meer paden. Kein anderes Land. Gut, Turkmenistan, da kann man auch hier, ne? Aber... Hier unten, in dem Meer, kann man von Pakistan aus baden. Okay. Aber wie merke ich mir die anderen? Afghanistan ist das große in der Mitte. Turkmenistan und Tadschikistan sind nebeneinander. Usbekistan, USB, na, mit USB kriege ich nichts hin. Und Kirgisistan, oh, habe ich immer Kirgisistan gesagt? Kirgisistan? Ah, weiß ich auch noch nicht so direkt. Und da ist Kasachstan. Okay, die Ks sind aneinander. Die Ts, naja, nicht ganz. Die Ts sind nicht ganz aneinander. Ganz, die sind ein bisschen getrennt. Und dann Armenien sollte mir jetzt klar sein. Armenien werde ich nicht mehr verwechseln. Das hier ist definitiv Armenien. Aserbaidschan muss in der Nähe von Europa noch sein. Georgien darf ich nicht verwechseln. Georgien habe ich von Glück gehabt, dass ich richtig geraten habe. Da hätte ich eine Weile rumgerätselt. Aber Georgien ist klar. Es gehört auch. Ich will nicht sagen, es gehört zu Europa, weil es nun mal hier nicht zu Europa gehört. Aber es ist näher an Europa als zum Beispiel hier. Okay. Syrien brauchen wir nicht drüber reden, ist klar. Der Libanon bei Palästina. So, das ist eigentlich auch ganz logisch. Weil Palästina und Israel weiß ich und da ist Libanon. Ergibt auch Sinn. Da ist auch Jordanien. Das ergibt auch Sinn. Iran ist das Große. Irak ist links vom Iran. Das ist auch im Alphabet so. K, L, M, N. Erst K, dann N. Im Irak geht's mit Kuwait weiter. Irak und Kuwait. Hier muss ich mir nichts merken, das ist schon drin im Kopf. Das hier war auch schon drin im Kopf. So. Ich denke, die Ecke ist okay. Kasachstan ist das Größte. Wie merke ich mir, dass das das Größte ist? Kasachstan. Es ist ein richtiger Kasten. Und ein Kasten ist groß. Ach, keine Ahnung. Okay, das war soweit in Ordnung. Japan ist auch klar. Wie merke ich mir, dass Taiwan die Insel ist? Ich sollte es halt einfach wissen, dass Taiwan die Scheißinsel ist.
Okay. Nepal wusste ich. Ich denke, das ist im Kopf. Indien ist klar, Sri Lanka ist klar. Die Malediven waren ein kurzer Fail. Aber das ist diese Inselgruppe hier. Bhutan habe ich, glaube ich, auch gewusst. Direkt unter Bhutan ist BB. Bhutan, Bangladesch. Gut, gut, gut. Praktisch. Praktisch, praktisch. Dann kommt Myanmar. Da kriege ich keine vernünftige Verbindung her. Vietnam wusste ich. Dieses Herz ist Kambodscha. Laos wusste ich, glaube ich, auch noch. Und dann kommt Thailand und dann kommt Myanmar. Also Myanmar und Thailand, da kann man sich merken, das ist wieder wie im Alphabet. Laos und Vietnam ist auch wie im Alphabet, aber nicht alle vier sind wie im Alphabet. Na gut. Indonesien wusste ich, Osttimor habe ich erst kurz gestruggelt, war mir dann aber auch klar. Philippinen waren auch kurzer Fail, aber ist mir eigentlich auch klar. Und das ist Malaysia und das ist Brunei. Okay. Gehen wir es nochmal an. Ich bin gespannt. Gehen wir es nochmal an. So, da geht's los mit Armenien. Direkt neben Türkei. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Syrien ist direkt unter der Türkei. Irak ist direkt neben Syrien. Bangladesch war bei Bhutan. Brunei war das kleine hier unten. Dang it. Mir der Kuwait entfleucht. Irak, Kuwait, ging mit K weiter. Das sind kranke Eselsbrücken, aber sie funktionieren. Osttimor war hier. So, Kasachstan war der Kasten, war das Größte. Aserbaidschan war noch bei Europa, muss dann das hier sein. Weil da drüben ist Georgien. Taiwan. Ah ja, die Insel. Singapur war dieses kleine Ding. So, Pakistan war am Meer, weil da kann man paddeln. Georgien, Oman, Indien, Bhutan. Ah, oh, das liegt gerade. Ah, oh, Kingdom Hearts. Liebe. Liebe für diese Spielreihe. Saudi-Arabien. Malediven. Indonesien. Libanon war über Israel. Turkmenistan. Ich würde es gern ohne Raten richtig haben. Also. Hier war Kasachstan, hier war Kirgisistan. Und ich glaube, hier war K und ich glaube, hier war K. Und dazwischen war Turkmenistan. Schade. Das hier ist Afghanistan. Dann bleibt per Ausschlussverfahren eigentlich nur noch das hier übrig. Wo bin ich jetzt wieder raus? Das ist doch hier? Ich dachte, das waren beides Ks. Dann waren das beides Ts. Okay, dann habe ich da gerade Müll geredet. Dann habe ich da leider gerade ziemlich Müll geredet. Myanmar. Vietnam. Laos. Dann.
Myanmar, hier rum. Nordkorea. Palästina. Laos. Türkei. Vereinigte Arabische Emirate. Mongolei. Nepal. Israel. Kirgisistan. Kambodscha. Doch nicht. Wo war denn jetzt Kambodscha? Ich klick's kurz an, aber ich glaube nicht, dass es da war. Ich glaube, es hab's zur Sicherheit trotzdem kurz angeklickt, weil ich mir... Warte, war das wegen K und K nebeneinander? Nee, und untereinander? Auch nicht. Okay, Kambodscha bereitet mir gerade Probleme. Ah, das Herz. Wieder der gleiche Fehler. Hier, Afghanistan war das Große in der Mitte. Der Jemen ist hier unten. Ja, Russland ist klar. Iran ist das Große hier. Korea ist auch klar. Katar ist auch klar. Malaysia ist das da gewesen. Vietnam war hier. Usbekistan war... Ah, USB war über Turkmenistan. Tatschi. Das waren die beiden. Das war das T und T. Dieses K und dieses K und dieses T und dieses T. Ich war zu sehr bei diesem... Ja, okay. Bahrain ist hier. Japan ist da drüben. Sri Lanka ist vor Indien. Jordanien war das, was neben Israel war. Richtig. Dann haben wir noch China. Und dann haben wir noch Thailand. Das passt doch. Das passt doch. Das war doch schon besser. Okay. Okay, jetzt hat Sülay Khan was Spannendes geschrieben. Und zwar, dass es doch eigentlich auch sinnvoll wäre, so ein bisschen mehr die geografischen Dinge zu betrachten. Jetzt wollte ich mal gucken, ob das möglich ist. Ob man hier so ein bisschen auch... Ne? Also hier kann man zum Beispiel die Ozeane abfragen. Da kriege ich gar kein Dings vorher. Okay, aber es gibt auch nicht viele Bereiche. Also der Indische Ozean kann ja dann nur das hier sein. Antarktischer Ozean kann ja dann eigentlich nur das hier sein. Da nicht die Antarktis? Ah, dann ist das hier die Antarktis. Okay. Der Pazifik. Ich meine, das hier ist Mittel... Oh, okay, Mittelmeer zählt gar nicht als Mittelmeer scheinbar. Das ist ein großes Ding. Aber Pazifik ist doch hier das Außen, ne? Ja. Ah, das ist nämlich der Atlantische Ozean. Und dann ist das der Arktische Ozean. Ja, gut. Ja, aber... Das hätte ich jetzt gern schon ein bisschen detaillierter gehabt, wie zum Beispiel hier Mittelmeer und sowas. Aber vielleicht muss man das in Europa machen. Ich muss mal nach Europa gehen. Gucken, ob es das da gibt. Europa? Haben wir hier sowas wie Meere oder? Und in den einzelnen. Schade. Für Flüsse, Gebirgsstücke, Europäische Union, Meere, Inseln gehen sie zu.
Oh, okay, für eine andere Seite. Top-Europa.de. Aha, okay, das muss ich mir mal bei Gelegenheit angucken. Welt. Ah ja, wir sehen auch. Meere. Ah, ich habe Ozean. Ozean und Meer. Ja, natürlich ist da ein Unterschied. Natürlich ist da ein Unterschied. Okay, das sind nicht so viele. Die probieren wir erstmal so aus. Probieren wir erstmal so aus. Mal gucken, wie viele ich hinbekomme. Ja gut, Philippinensee wird wohl da sein, wo die Philippinen sind. Jetzt ist wieder die Frage. Philippinen waren hier drüben, ne? Hä? Oha! Cool, kommt einfach ein Foto als Belohnung. Ja, nice. Aber ich komme nicht mehr zurück von dem Foto. Ah, jetzt. Japanisches Meer, ne, das muss dann ja daneben sein. Da. Es heißt zwar Japanisches Meer Ostmeer, aber es scheint im Westen von Japan zu sein, weil was anderes ergibt hier gerade gar keinen Sinn. Ah ja. Darf ich auch wieder raus? Hilfe? Hilfe? Wie lange bleibt dieses Foto? Geht es von selber wieder weg? Und ich hatte vorhin nur Glück. Scheinbar nicht. Wo muss ich hinklicken? Ah. Hä? Wait, what? Ich glaube, das ist ein bisschen broken. Rotes Meer. Also das ist das Tote Meer, glaube ich. Das ist das Mittelmeer auf jeden Fall. Wo ist denn das Rote Meer? Da. Und hier wieder Fotos. Jetzt. Okay. Japanisches Meer, Ostmeer. So, das war hier. Ich jetzt wieder. Wird! Immer wenn wir das japanische Meer hatten, ist danach die Spiel vorbei. Kann ich? Ich habe da keine Optionen, oder? Doch. Kann ich vielleicht. Okay, kann ich die Fotos deaktivieren? Vielleicht geht's dann. Persischer Golf. Persischer Golf. So, jetzt wird's spannend, wenn jetzt gleich wieder das Spiel zu Ende ist. Okay, die Fotos haben es kaputt gemacht. Das Beringmeer habe ich noch nie gehört. Das Beringmeer habe ich wirklich noch nie gehört. Ist auch irgendein kleines Stück. Geht hier drüben weiter. Das war das Beringmeer. Okay, das war das, was ich nicht kannte. Rotes Meer. Schwarzes Meer. Korallenmeer. Das ist jetzt nicht mehr nach. Funktioniert jetzt nicht mehr nach Region. Boah, keine Ahnung, ne? Vielleicht bei Kanada? Vielleicht hier Dings, vor der Elfenbeinküste? Könnten denn viele Korallen sein vor Australien? Ah, Tatsache. Zwischen Australien und das hier war Indonesien, ne? Und dann hier an der Seite war dieses Dings, dieses andere. Papua-Neuguinea.
Sargassosee. Das denn sein? Vielleicht jetzt hier? Ja, nein. Da? Auch nicht. Da? Auch nicht. Da? Oh, hier oben sind auch noch Seen, die ich gar nicht. Was ist das denn? Ach so, ja, klar. Ostsee und Nordsee. Moin. Da klicke ich jetzt nicht hin, das wäre jetzt ein bisschen dumm. Ah, dann ist vielleicht hier. Auch nicht. Was haben wir hier drüben noch? Jo, jetzt wird es langsam kritisch. Hä? Nee, das hat nicht. Habe ich jetzt nicht alles durchgeklickt? Aber was ist das denn? Das hat gar keinen Namen. Das ist einfach da. Jo, wo ist noch ein Meer, was ich. Ah, das da habe ich noch nicht. Was ist das denn? Ja, einfach eine Ellipse. Okay. Noch nie gehört. Südchinesisches Meer. Ja, das ergibt jetzt namentechnisch schon mal Sinn. Hier ist China. Hier ist der Süden. Tasmansee. Das könnte jetzt hier in Kanada sein. Wieder nett. Dann da. Wieder nett. Dann da. Aha. Ja, Nordsee ist klar. Gelbes Meer habe ich auch noch nicht. Das jetzt hier unten an der Elfenbeinküste? Ja, nett. Da vielleicht. Wieso heißt es Gelbes Meer? Mir fällt gerade eine leider sehr rassistische Eselsbrücke ein. Ich sag sie aber nicht. Wie man sich das merken kann. So, Golf von Guinea. Ah, hier waren auch die ganzen Guinea-Dinger, ne? Dann ist das der Golf von Guinea. Hier war nicht nur die Elfenbeinküste, hier war auch dieses, richtig, diese Guinea-Dinger. Das Guinea und das andere mit dem Vornamen Guinea. Philippinensee hatten wir schon, war hier. Ah, Arabisches Meer, das muss jetzt hier sein, das ergibt sonst gar keinen Sinn. Die Karibik ist da natürlich hier drüben. Golf von Mexiko ergibt. Ach ja, klar. Wenn man weiß, die Dinger heißen so, weiß man auch, dass es dahin gehört. Und man hätte es gar nicht anders angeklickt. Ja, und Hudson. Hudson Bay ist Kanada! Natürlich! Ja, wenn man es hört, weiß man es. Und das ist dann der Golf von Bengalen. Okay. Okay. Aber mal kurz hier auch ein bisschen die wichtigen Seen und Meere uns angeguckt. Hier gibt es sogar noch extra Seen auch. Das wird jetzt aber zu too much. Vor allem, was kann man hier denn einstellen jetzt noch? Nichts! Meine, ich lasse die Fotos mal an. Aber das muss doch jetzt. Ach, das sind jetzt solche Sachen. Okay. Das sind jetzt die ganzen Löcher, wo ich gesagt habe, wieso wird das nicht bezeichnet? Das sind einfach Seen und keine Meere offiziell. Ah, okay, ich denke, ich verstehe auch. Ich denke, ich verstehe auch, warum. Seen sind komplett von Land eingeschlossen, während es Meere nicht sind. Kann es sein? Ja, aber ich habe viel zu wenig Ahnung. Oh mein Gott, ich hab absolut keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich probiere einfach durch. Wette, das Letzte ist es, was ich dann finde. Okay, Malawisee. Tanganyika-See, das klingt auch so ein bisschen afrikanisch. Lul, okay. Der Maracaibo-See klingt auch afrikanisch. Schade. Oder amerikanisch. Ah ja, Tatsache. Oha, der Müll. Alter.
Um den Maracaibo-See darzustellen in Venezuela, nimmt man einfach so ein Müllbild. Yo! Der Tschadsee. Warte, Tschad war ein Land. Wo war dieses Land? Tschad war doch hier bei Afrika da irgendwo. Dann ist das der Tschadsee. Das war Kombination. Hätte ich jetzt natürlich nicht gewusst, wenn wir nicht schon über Tschad geredet hätten an der Ecke, ne? Der Baikalsee. Kann nur ganz wenige ausschließen, weil ich die anderen nicht weiß, wie sie heißen. Ha. Jetzt wird's kritisch. Ist hier irgendwas? Kann ja nicht sein. Was habe ich denn jetzt nicht angeklickt? Jetzt meine ich schon wieder, ich habe alles angeklickt und habe es scheinbar nicht. Da oben vielleicht? Hä? Leute, was habe ich jetzt nicht angeklickt? Ich habe doch alle durch. Hätte ich gemeint. Ja, müssen wir nochmal anfangen. Habe ich das nicht? Ich dachte, ich habe das angeklickt. Ah, Baikal, Russland, ergibt irgendwo Sinn. Qinghai klingt nach China. Tonle Sap klingt irgendwie entweder skandinavisch? Nee. Ich gehe erstmal nach Afrika. Warte, dann gehe ich nach Skandinavien. In den Norden hier. Auch nicht. Dann ist es kanadisch. Auch nicht. Dann ist es südamerikanisch. Auch nicht. Dann ist es halt da irgendwo. In Kambodscha, okay. Ja, war dumm. Aber hier, guck mal, hier gehen die Bilder mit einem Klick weg. Das ist, war einfach komplett verpackt in dem, in dem anderen Ding. Totes Meer. Ja, ne? Ja. Bei Israel, richtig. Genfersee ist klar hier. Großer Sklavensee. Kommt denn der Name her? Kann ich ja wieder nur durchraten. Yo! Ich möchte bitte nicht da wohnen. Was zum... What? Das ist doch jetzt auch schon wieder so eine Geschichte, wenn hier ein bisschen das Wasser ansteigt. Nur ein bisschen. Heißt es deswegen Sklavensee, weil die Landschaften so ein bisschen versklavt sind? Weil, keine Ahnung. Der Tobassee. Das klingt jetzt wieder so afrikanisch. Schade. Ah, hier waren wir auch noch. Hier war auch noch was frei. Ja, da haben wir auch noch was frei. Indonesien. Okay. Kaspisches Meer weiß ich. Das ist nämlich dieses große, diese ganz große blaue Fläche, wo ich vorhin gesagt habe, hä, da ist so eine riesige Lücke, was ist denn das? Und das, ich meinte nämlich, das ist doch ein Meer, aber das ist nicht offiziell wahrscheinlich ein Meer, weil es von Land umschlossen ist. Und das hier sieht so aus, als ob es von Land umschlossen wäre, ist es aber nicht. Und das Schwarze Meer ist nicht von, das ist hier, geht hier, glaube ich, durch, das ist hier durchlässig. Und somit fließt es am Ende auch in den großen Ozean rein. Ne? Mittelmeer. Und ich meine, das ist sozusagen, genau. So, Aralsee. Aralsee sagt mir was, aber wo ist das? Ist das in Australien? Da, Zentralasien. Usbekistan, Kasachstan.
Okay, das klingt jetzt aber wirklich kanadisch. Schade. Australien! Ja, na klar. Australien, übrigens cooler See. Ich sehe keinen See, aber ist okay. Große Seen. Ist das wohl in Amerika? Wait, was haben die denn jetzt da gemacht? Ach so, große Seen, Erie See, Obere See, Michigan See, Huron See, Ontario See. Große Seen, okay. Der Titicaca See. Der sagt mir auch was, aber das ist jetzt aber wirklich. Nee. Da. Bolivien, Peru. Caraguas See. So. Nicaragua darf ich jetzt nicht verwechseln. Ich habe zwei Optionen. Hier. Aber da war kein Nicaragua. Nicaragua war hier. Ja, hier waren ja die Philippinen. Ach, die Philippinen waren hier wahrscheinlich. Hier war Panama und hier unten war Nicaragua und darüber waren diese anderen Dinger. Hat man ja, ne? Südamerika hat man ja schon so ein bisschen. Victoriasee, das ist jetzt aber hier oben. Nee, in Kanada. Auch nicht. Was fehlt mir denn noch? Ist das hier unten in Afrika? Ah, das ist der Victoriasee. Kenia, Tansania, Uganda. Okay, sind die Bären eher in Kanada zu Hause? Oder in. Was ist das da oben? Finnland. Geh auf Kanada. Yes. Und der Ladoga-See ist dann hier. Okay. Na gut, das ist Russland. Oh, sorry. Finnland ist ein bisschen weiter drüben. Ja gut. Haben wir auch ein bisschen die Seen gemacht. Ich denke, jetzt sind wir aber auch schon bald über eine Stunde wieder. Ja, haut hin. Ich gucke nur mal ganz kurz Gebirgsketten, wie viel das ist. Machen wir jetzt nicht, aber ich gucke nur mal kurz, wie viel das ist. Vielleicht ist es ja gar nicht so viel. Ach ja, toll. Ganz kurz auf die Karte gucken. Na, das ist schon ein bisschen was. Das stimmt. Das machen wir vielleicht beim nächsten Mal. Aber dann würde ich auch beim nächsten Mal sagen, wir gehen auf die große Weltkarte und gucken da mal, ob wir alle Länder. Wahrscheinlich kriegen wir alle Länder hin. Wie viele Länder wir hinbekommen. Weil, ne, bisher wurde es ja eingeschränkt auf Europa, Asien etc. Aber ich würde sagen, nächstes Mal. Der erste große Test für mich, alle Länder am Stück durchzubekommen. Und dann wird es nämlich kritisch, weil dann geht es nämlich los mit so Sachen wie, ist das jetzt in Amerika gewesen, in Südamerika oder ist das jetzt in Afrika gewesen? Dann kommen nämlich solche Geschichten dazu. Und ich glaube, dann wird es besonders spannend zu schauen, wie viel ich da hinbekomme. Und wo ich komplett durcheinander gerate. Und dann haben wir nämlich auch mal alles an einem Stück. Ich könnte mir vorstellen, dass das ziemlich spannend ist. Die Dinge hasse ich jetzt schon. Auf die Dinge habe ich jetzt schon keinen Bock. Ich könnte die ausschließen, ich weiß. Aber ich schließe die nicht aus. Werde halt irgendwie drüber hinwegkommen. Wenn die kommen, muss ich sie halt irgendwie versuchen wegzuklicken. Aber wir werden es einfach mal gucken, wie viel wir schaffen. Also wenn ich bei 193 Ländern unter, ich sag mal, 300 Versuchen bleibe, denke ich schon zufrieden. Erstmal. Wir werden sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nee, nicht 103. Unter 250, denke ich, ist realistischer. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.